Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir eine rote Pizza mit einem Rand, der mit Röstzwiebeln und Schmelzkäse gefüllt ist. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe und ob es schmeckt, dann bleibt einfach dran. Für unseren Tag benötigen wir heute 200 ml warmes Wasser, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, so einen halben Würfel Hefe, ungefähr 450 Gramm Mehl, eine Prise Zucker und hier habe ich rote Bete-Pulver, kriegt man bei Amazon, weil es ist momentan so Trend, Pizza in, sage ich mal, mit dem schwarzen Boden. Ich mache das mit dem roten und ja, mal schauen, wie es wird. Hier haben wir schon in einer großen Schüssel Wasser, das ist wichtig, weil der Teig wird aufgehen und da bröseln wir unseren halben Würfel rein. Einer ist zu viel, glaube ich. Und ansonsten könnt ihr ein Päckchen Trockenhefe nehmen, wenn ihr jetzt keine frische Hefe habt, aber ich finde, frische Hefe geht am schönsten auf. Dann kommen da, ja, sag ich mal, 2 Prisen Zucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ich mache jetzt mal das Päckchen auf. Und jetzt kommt was von dem Pulver rein. Bin gespannt, wie es färbt. Er soll richtig gut färben. Und wenn man auch keinen Rote Bete Geschmack mag, er soll überhaupt nicht nach Rote Bete schmecken, habe ich gelesen. Wenn man das backt und ja. Ja, von 20 Gramm machen wir ja, ungefähr die Hälfte rein. Ist noch ein bisschen. Später können wir noch mal was reinmachen, wenn. Aber ja. Riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Rote Bete und wir lassen jetzt die Hefe 15 bis 20 Minuten sich auflösen und dann kommt der Rest rein. So, unsere Mischung stand jetzt 20 Minuten in einem warmen Ort. Man sieht, die fängt zu schäumen, also arbeitet die Hefe. Es kommt so ein Schluck Olivenöl rein und dann entweder mit einem Mixer mit Knethaken langsam das Mehl einrühren. Ich mache das jetzt mit dem Löffel, schön verkneten und dann schalte ich noch mal ein. So Freunde, so sieht unser Teig aus. Ziemlich geile Farbe. Eher so rosa, Bordeaux. Für diese ganz knallige rote Farbe, da muss man diese künstliche Farben nehmen, die man dann. Aber ich finde die Farbe ist auch relativ gut. Wir lassen das jetzt ein paar Stunden in einen warmen Ort gehen. Am besten über Nacht im Kühlschrank. Aber habe ich jetzt versäumt. Also, wir sehen uns in 2 Stunden. Was benötigen wir alles heute für unseren Belag? Hier habe ich Pancetta, also gerollten Schweinebauch, Bacon oder Schinken, was ihr so lieber mögt. Ein paar Frühlingszwiebeln, geriebenen Käse, hier ist Emmentaler, Gouda und Mozzarella. 200 Gramm, 400 Gramm Schmelzkäse, ein paar Röstzwiebeln, ein paar Schalotten. Streifen geschnitten, 400 Milliliter Pizzasoße eurer Wahl. Und dann habe ich hier Pilze, Champignons und Auslandpilze. Wenn ihr Pfifferlinge findet, dann würde ich die lieber reinmachen als Auslandpilze oder noch besser Steinpilze. Aber ich habe nur die Pilze heute gefunden. Nicht mal Pfifferlinge. Es ist kein Jahr für die Pilze dieses Jahr. Und ja, das ist unser Belag. Und das Einzige, was wir machen müssen, den Schmelzkäse mit dem Röstzwiebeln vermengen, wenn der Schmelzkäse ein bisschen zu fest ist, dann in der Mikrowelle leicht warm machen oder in der Wärme stehen lassen. Und ihr fragt, wieso Schmelzkäse? Ich möchte so einen Rand machen, wo das reinkommt, aber zeige ich euch gleich. Und ja, das sind glaube ich ein bisschen zu viele Röstzwiebeln und ich versuche das jetzt schön zu vermengen und dann sind wir eigentlich fertig. So Freunde, hier ist unser Teig, der ist mehrmals gegangen, also heißt, der kommt hoch. Und ihr drückt den wieder runter. Und jetzt kommt da wieder ein bisschen Mehl, weil der ist jetzt ein bisschen klebriger geworden. Und ich knete den einmal nochmal durch. Mache das auf dem Backpapier, weil das kriegen wir dann besser runter auf den Pizzastein. Also so viel Mehl reinmachen, dass es nicht mehr an euren Händen klebt. Hier ist unser Teig. Und den rollen wir jetzt so aus. Mein Pizzastein ist genau so groß,
wie die Kanten hier am Ende. Also rollen wir den etwas weiter aus, weil wir wollen ja einen Rand mit Füllung machen. Versuchen das schön rund auszurollen. Und ja, so sieht das Ganze aus, schön dünn ausgerollt. Hat genau die perfekte Menge für unseren oder für meinen Pizzastein. Und jetzt hier ist unsere Röstzwiebel-Schmelzkäse-Mischung. Machen wir mit einem bis 2 cm Abstand unsere Schmelzkäse-Röstzwiebeln drauf in eine Linie und ja, los geht's. Und ja, das Ganze ist verteilt, hat genau gereicht und jetzt nehmen wir uns ein bisschen den Rand und ziehen den ein bisschen zu uns, also ein bisschen zu euch ziehen, rüberlappen und dann einrollen und dann pressen wir das ein bisschen fester zusammen. Und ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber die Farbe finde ich, ja. Für mich ist das ansprechender als schwarz und ich bin gespannt, ob wir das überhaupt so heile draufkriegen oder runter. Ja, unser Rand ist fertig und jetzt kommt schön die Pizzasauce drauf. Wenn die Tomatensauce verteilt ist, kommen dann unsere Pilze drauf. Ich finde, dass der Schmelzkäse zu den Pizzen auf jeden Fall gut passen wird. Dann kommt unser Pancetta drauf, der ist schön richtig dünn geschnitten, das ist perfekt. Der wird das Fett in die Champignons abgeben, der ist schön salzig und dann werden die Tomatensauce aufnehmen und dann den leckeren gerollten Schweinebauch. Schweinebauch ist drauf, jetzt kommen unsere Schalotten drauf und die Frühlingszwiebel. Und zum Schluss natürlich der Käse. Und ja, unsere Pizza ist belegt. Ich habe mir gedacht, den Rand nochmal mit Käse zu bestreuen, aber es wird schon passen. Und ja, mit der Pizza gehen wir auf unseren vorgeheizten Grill. Und ja, unser Gasgrill hat schon knapp über 300 Grad, also richtig, richtig heiß. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Pizza drauf kommt. Erstmal werde ich das mit Backpapier runterschieben, weil sonst kriegen wir das ja nicht wirklich runter. Und die müsste eigentlich so wunderbar drauf passen, das ist ein Traum. Und nach 5 Minuten oder 4 Minuten, wenn der Boden ein bisschen ja, fester wird, werde ich das auf jeden Fall das Backpapier runternehmen. Dann geben wir noch richtig Gas, ich denke mal so 8 bis 10 Minuten mit dem Rand und dann unsere Pizza auf jeden Fall fertig. Und ja, das Backpapier ist runter. Ich habe das auf das Brett gelegt, weil die Ränder, die über den Pizzastein waren, die sind abgebrannt. Ich hätte das rund schneiden sollen, dann wäre das perfekt. Und jetzt drehe ich das ein bisschen, aber der Teig ist schön knusprig. Mach den Deckel zu, der ist mega aufgegangen. Und wir lassen das nochmal 5 Minuten schön ja, den Käse groß werden und dann ist die eigentlich fertig. So Freunde, unsere Pizza ist nach 12 Minuten fertig. Ich sag mal, der Teig ist schön knusprig, der Käse hat leichte Bräunung angenommen. Und wir kriegen das runter, aber die ist sau schwer. Der Boden ist auch knusprig, das sehen wir gleich. Und ja, ich bin gespannt, wie die schmeckt. So Freunde, die Pizza ist fertig. Ein bisschen abgekühlt, aber trotzdem noch heiß. Ich habe ein bisschen Oregano drauf gestreut, das mache ich sehr. Und ich würde sagen, wir schneiden die einfach mal an und man hört, die ist super knusprig. Und ja Freunde, ich bin gespannt, wie die Pizza schmeckt. Die ist auf jeden Fall fertig, ist von unten schön kross
Und hier unser Rand, der Schmelzkäse, den riecht man einfach. Die hat so einen, ja, Geschmack und ja, ich probiere die einfach. Und ja, erstmal zu den vorderen Teil. Schmeckt wunderbar. Ich hatte da einen Knoblauch, Tomatensoße, da drauf die Zwiebeln, die Schalotten schön mild, die Pilze und dann oben drauf dieser Bauch. Wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, probiere ich nochmal den Rand. Und ja, der Rand ist wirklich sensationell. Der Schmelzkäse ist ein bisschen, ja, nicht weggeflossen, aber der Teig hat den aufgesaugt. Und die Röstzwiebeln sind etwas weicher geworden, aber trotzdem noch kross, süßlich. Und dann mit dem Teig, die rote Bete schmeckt man wirklich nicht raus. Aber ich finde, es sieht super aus. Geschmacklich ist das wie, ja, wie normaler Teig. Ich finde, es passt alles zusammen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, macht nach, schreibt Kommentare und bis zum nächsten Mal.